So, da sind wir wieder. Gerrit, dann stell uns doch jetzt mal Ringana vor. Dann stelle ich euch noch mal ganz kurz Ringana vor. Also wie ich dazu gekommen bin, habe ich ja schon erzählt. Es fiel mir tatsächlich in den Schoß. Auf der einen Seite habe ich natürlich versucht, eine gesunde Pflege zu finden, da in unseren herkömmlichen Pflegeprodukten viel zu viel Schmarrn drin ist, sagen wir es mal nett. Ja. Zu viele Zusatzstoffe, zu viel Plastik, zu viel dies, zu viel das, alles, was unsere Haut tatsächlich nicht braucht, nicht möchte und auch gar nicht verarbeiten kann. Deswegen bin ich da hingekommen. Auf der anderen Seite habe ich allerdings auch etwas gesucht, um in freier Zeiteinteilung zu arbeiten, weil ich habe dieses Kind ja nicht in die Welt gesetzt, um zu sagen, gut, ich gehe jetzt 40 Stunden arbeiten. Mir ist bewusst, dass manche Menschen das tun müssen, weil sie für sich einfach keinen anderen Weg haben. Ich habe aber gezielt nach einem Weg gesucht. Und da fiel mir das so in den Schoß. Ich habe das gesehen bei einer Freundin, die hat dann nochmal wieder was gepostet und ich dachte, oh, das klingt aber interessant. Fragst du mal, was machst du da? Da hat sie mir zwei Videos geschickt, die habe ich mir dann mal angeschaut und ohne ein Produkt zu kennen, habe ich gesagt, bäm, das ist es. Das ist die Firma, mit der ich arbeiten will. Das ist die Firma, mit der ich mich identifizieren kann und wo ich auch glaube, dass man wirklich, wirklich Großes damit erreichen kann. Wie gesagt, es geht um die Firma Ringana. So fresh. Sie stehen für ihre 100% Frische, 100% Konsequenz, 100% Wirkstoff und 100% Ethik. Also viermal 100% und das hat mich unheimlich angesprochen. Natürlich mussten die Produkte mich auch erstmal überzeugen. Ganz klare Nummer, das ist eins der Voraussetzungen, wenn man mit Ringana arbeiten möchte. Du bist ein Produkt der Produkte. Das ist aber in jedem Fall so, egal was du machst. Also ich kann dir jetzt hier eins von sonst was erzählen und du würdest es merken, kennt sie das wirklich, nutzt sie das wirklich, weil man muss authentisch sein. Und das sind wir, alle Ringana-Partner, die damit auch arbeiten, nehmen natürlich ihre Produkte der Wahl. Natürlich muss ich nicht alles nehmen, das ist auch wieder Schwachsinn. Aber so nach und nach steigt man dahinter. Ich bin natürlich mit der Pflege mega zufrieden. Es ist alles frisch, es zeigt eine Wirkung. Du hast es am Wochenende selber testen dürfen, Wow, ne? ja, danke dafür, ja. Das ist auch schon mal super schön, weil viele Sachen einfach einen absoluten Soforteffekt geben. Um hier noch mal kurz darauf zurückzukommen, eins meiner Favoriten, ne, was ich mir hier in meine Soul Bottle geschüttet habe, das kann man pur trinken. Das ist Chi. Okay. Das ist Und was ist da drin? da ist zum Beispiel Maca, Ginseng, Ingwer, Koffein, Ananas. Gibt so diese fruchtige Note. Der ist einfach nur, ich liebe ihn. Ne? Also der ist geil. Wer Ingwer nicht mag, wird ihn wahrscheinlich nicht unbedingt mögen. Wobei ich auch schon Leute habe, eine Partnerin von mir, die hat gesagt, ich bin von der Wirkung so überzeugt, deswegen habe ich es mir jetzt Wow. angewöhnt. Und sie liebt ihn mittlerweile auch. Ne? Okay, der Mix macht's wahrscheinlich, ne? Richtig. Ja, Aber du ja. kannst ihn ja halt auch pur trinken. Ich meine, der ist echt hammerhart, wenn du ihn pur trinkst, aber da bist du zack, ne? Da bist du echt auf zack. Das ist ein super geiler Ersatz für Kaffee. Ich bin ja eh kein Kaffeetrinker. Ja. Aber ich liebe es. Ein Chi, nie mehr ohne mein Chi, so ungefähr, ne? Chi steht für Lebenskraft. Und das gibt sie dir auch tatsächlich, ne? Also wenn du das trinkst, ich würde es jetzt, also bis heute Nachmittag um 4 muss ich die Flasche aushaben, weil sonst bin ich heute Nacht um 2 immer noch aktiv. Der gibt schon ordentlich Kraft. Wir haben Pflegeprodukte, wir haben Vitalstoffe, die ganze Palette, sind über 50 Produkte und alle sind sie frisch hergestellt. Wenn du also heute sagst, ich möchte dies, jenes, sonstiges gerne mal ausprobieren, dann kriegst du es quasi lauwarm nach Hause geliefert, weil alle Produkte werden natürlich mehrfach im Monat hergestellt, weil sie ohne Konservierungsstoffe, ohne Füllstoffe, ohne sonstiges, also 100% Natur, die kommen ohne anderen Stoffe aus. Und deswegen müssen sie natürlich immer wieder neu gemacht werden. Wenn du in ein Geschäft gehst und dort die Produkte kaufst, sie müssen, das ist eine Vorschrift, die müssen eine Lebensdauer, nenne ich es jetzt mal, oder eine Mindesthaltbarkeitsdauer von 30 Monaten haben, dass sie überhaupt auf dieses Regal oder in dieses Regal kommen dürfen. Und da kann Ringana Gott sei Dank nicht mithalten, weil die Frische ist es, die es ausmacht. Die auch ganz einfach zulässt, dass man ganz andere Wirkstoffe überhaupt verwenden kann. Die würden ja durch diese ganzen Füllstoffe würden zum Beispiel feine Knospenextrakte komplett zerstört werden. Ne? Ja. Ja, und da bin ich halt zu Ringana gekommen, habe da für mich meinen Weg gefunden. Natürlich kann ich es noch nicht im Moment noch nicht zu 100%, noch nicht zu 100% davon leben. Das ist klar, es baut sich auf. Bin ich aber mittlerweile, nachdem ich dann im letzten Jahr, nein, gar nicht dieses Jahr war es, nachdem ich dann meine ganz klare Entscheidung getroffen habe, das ist für mich der Weg, weil ich möchte einfach den Menschen
zeigen, dass sie gesund leben können, dass es da genug Mittel und Wege für gibt. Der Firmenchef, es ist ein inhabergeführtes Unternehmen, was seit 22 Jahren mittlerweile auf dem Markt ist. Und der Firmenchef Andreas Wilfinger, eigentlich dieser eine Satz, der sagt es aus, zur Natur gibt es keine Alternative. Und dieser Satz, der begleitet mich einfach so ungemein, weil es ist eine Tatsache, zur Natur gibt es keine Alternative. Warum soll ich mir Chemie reinballern? Das war nicht mal so verkehrt, das habe ich so noch nicht gehört. Ja, und das ist so sein Leitsatz, das ist so ein Satz von Ringana. Und ja, Ringana ist natürlich anders, weil sie sind frisch, sie sind mit ihrer Frische tatsächlich weltweit die Einzigen. Es gibt keine andere Firma, ich weiß nicht warum, weil, ich weiß nicht warum. Anscheinend ist es zu anstrengend, das zu machen, aber Ringana kriegt es ja auch hin. Ja, und da sind mittlerweile über 43.000 frische Partner, so werden sie genannt, die lieben Menschen, die die Produkte in die Welt tragen. Wir reden mit Menschen, wir empfehlen die Produkte. Nein, ich muss nicht losgehen und mir alles kaufen und versuchen, das an den Mann zu bringen. Ich muss da nichts selbst investieren, außer die Produkte natürlich, die ich selber verwende, ganz klar. Aber jeder Mensch wäscht sich, jeder Mensch, hoffe ich, putzt seine Zähne täglich. Und jeder Mensch sollte natürlich auch vitamintechnisch mal ein bisschen gucken, was da so zu machen ist. Da sollte jeder seinen eigenen Weg finden. Und das Zweite, warum ich Ringana so sehr liebe und es so gerne tue und so gerne damit arbeite, ist natürlich, ich habe mir mittlerweile auch schon ein kleines Teamchen aufgebaut mit bisher nur Frauen, Männer. Ich suche immer noch Männer für mein Team. Ich hätte sehr gerne ein paar Männer in meinem Team, weil die Männer, die rocken das richtig bei Ringana, total geil. Kann ich mir vorstellen. Echt, das ist der Hammer. Also ganz, ganz toll. Aber es ist halt auch einfach eine Möglichkeit, dass man sich nebenbei erstmal versucht, nebenbei ein zweites Standbein aufzubauen und irgendwann kann dieser Nebenjob den Hauptjob ablösen. Wer mit seinem Hauptjob zufrieden ist, bitte macht ihn, seid glücklich, zufrieden, finde ich toll, finde ich super. Aber ich möchte halt eine Alternative haben, wo ich zum Beispiel auch mal an kein Limit komme, wenn ich in einem normalen Angestelltenverhältnis bin, dann habe ich eine Zieleingruppierung, so ist es zum Beispiel bei Airbus damals gewesen, du hast eine Zieleingruppierung, ja. Und wie das Wort es schon sagt, das ist das Ziel, da kommst du hin. Und dann ist auch Schluss. Dann kannst du nicht alle 3 Jahre zu deinem Chef gehen und sagen, jetzt hätte ich aber mal gern. Was machst du denn, damit es mehr wird? Ne? Also da ist irgendwann ist da Sense und dann kriegst du nicht mehr. Und bei nicht nur bei Ringana, sondern natürlich auch bei anderen Firmen im Network-Marketing, Empfehlungsmarketing allgemein, ist es tatsächlich so, dass da nach oben keine Grenze gesetzt ist. Das wächst, weil man baut ein Team auf, man hilft anderen Menschen für sich eine neue Art der Arbeit zu finden, wie man immer so schön sagt, aus diesem berühmten Hamsterrad aussteigen. Und man erreicht einfach noch viel mehr Menschen, weil die Menschheit ist im Umdenken, definitiv. Also wir sind nicht die einzigen beiden, die wissen, dass Krebs und Herzinfarkte und weiß der Geier was nicht, die Liste ist ja eierlang, wo immer mehr Krankheiten sind, wo man sich denkt, wo kommt das her, das muss so nicht sein. Das passiert aber, weil wir mit 1000 Einflüssen, die Umwelteinflüsse, Handystrahlung, es ist ja, ne? Ich sag immer, es ist so ein Riesenthema. Und zu all dem, wenn ich mir unsere Nahrung angucke, das ist nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Das hat einen ganz anderen Nährwert gehabt damals. Also wir können Äpfel nicht mehr mit Birnen vergleichen, das geht nicht. Und deswegen muss der Mensch einfach zusätzlich etwas tun. Es ist fast schon eine Pflicht. Weil wer schafft es? Also wer es von euch da draußen, die diesmal angucken, wer es schafft, 7-mal am Tag Obst und Gemüse zu essen, der darf sich bei mir melden. Möchte ich gerne kennenlernen. Die Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Richtig, die Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Aber in meinem Fall, was Ringana tatsächlich angeht, ist es wirklich so, damit nehme ich meine Gesundheit selbst in die Hand. Ich bin seit 2 Jahren nicht mehr krank gewesen. Wow. Mega geil. Wow. Ja, also ich bin vitamintechnisch echt auf Stand. Ich habe keine Erkältung mehr. Wir hatten das Thema letztens, wo ich dachte so, ich glaube, jetzt kommt sie doch durch. Habe ich schon echt ein bisschen Schiss gehabt. Ja, aber da habe ich hier meine Immus mal genommen. Ja. Und bumm, am nächsten Tag war ich wieder fit. Also dann gibst du deinem Körper einfach die Vitamine, dass er dem Ganzen standhalten kann. Und mein Kind, wie gesagt, der ist 5,5, ja, der kommt ständig mit irgendwas nach Hause. Aber mich haut's nicht um. Also ich kann den da, ich bin eben gewappnet. Ja, weil auch wieder dein Körper ist in Balance. Ja. Da bin ich ganz gut dabei. Ja, Gerrit, was möchtest du den Menschen da draußen noch mit ans Herz legen, beziehungsweise mit auf den Weg geben? Hast du da vielleicht 1-2 Sätze? Naja, wahrscheinlich eher mehr als 1-2 Sätze. Auf jeden Fall, nehmt eure Gesundheit wirklich in die eigene Hand. Es ist sowas von dringend wichtig.
dass wir uns um uns kümmern. Wir müssen von innen heraus ganz einfach was tun, um diese ganzen Krankheiten abzuwenden. Das ist meine Meinung. Natürlich muss man hier nicht so eine ganze Palette haben, das tut auch nicht Not, aber es gibt Möglichkeiten herauszufinden, wo hat der Körper einen Mangel. Zum Beispiel, wenn man jemals körperliche Beschwerden hat, immer wieder diese gleichen körperlichen Beschwerden, deuten die auch auf einen Mangel hin. Wer ständig Kopfschmerzen hat, wer ständig Rückenschmerzen hat oder ständig, oh, ich bin so müde und ich bin so schlapp, das hat alles Gründe. Das ist nicht das schlechte Wetter da draußen. Es spielt sicherlich mit eine Rolle, aber es ist nicht die Hauptursache, sondern es sind die körperlichen Mängel, die da sind und denen mal auf den Grund gehen. Mal ein bisschen die Ernährung angucken. Ich bin jetzt keine, die missioniert und sagt, du musst jetzt vegan leben. Ja, das mache ich nicht. Fände ich schön, wenn sich die Menschen dafür entscheiden. Beglückwünsche ich jedem dazu. Dennoch, bewusste Ernährung ist hier für mich das Ausschlaggebende. Wenn schon Fleisch, dann vielleicht nicht unbedingt diese Massentierhaltung, sondern vielleicht sagen, hey, unter einer Woche geht's auch mal nur mit Gemüse und Kartoffeln und Reis und Nudeln, hast du nicht gesehen. Am Wochenende holen wir uns das gute Fleisch vom Biobauern zum Beispiel. Damit hat man auch schon einen großen Teil getan. Und was ich noch wichtig finde, dadurch, dass ich jetzt 3 Jahre mich vegan ernähre, ich habe schon dafür gesorgt, dass gut 10.000 Kühe nicht sterben mussten. Das war nur mein Beitrag. Ich einzige, eine kleine Pupsi-Person, hat dafür gesorgt, dass über 10.000 Kühe nicht sterben mussten. Danke dafür, Gerrit. Ja. Und das finde ich, ja. Und ansonsten kümmert euch um euch, kümmert euch um euer Wohlbefinden, kümmert euch um die innere Balance, kümmert euch darum, dass ihr Freude im Leben habt, dass ihr eure Ziele verfolgt. Hört nicht auf zu träumen, sondern dream big. Das ist so dieses, wenn du einen großen Traum hast, verfolge ihn. Es gibt Wege und Mittel. Ich habe es gefunden. Tausende von Menschen finden diese Wege und Mittel. Geh auf die Suche, lass dich inspirieren, probier was Neues aus. Also das Schlimmste, wenn ich jetzt einfach nur mal auf Ringana anspreche, natürlich, wie gesagt, ich baue ein Team auf. Jeder, der Interesse hat, ist herzlich willkommen bei mir, sich zu melden, nachzufragen, was ist das, was machst du genau, was muss ich tun, was muss ich können, bla bla bla, come as you are und wir helfen dir. Ich wäre deine Mentorin, wenn du zu mir kommst. Alles kann, nichts muss. Jeder darf, wie er gerne möchte und kann gucken, wie weit er kommt. Fakt ist, wir sind alle für uns alleine zuständig. Keiner wird dir in den Hintern treten und sagen, mach, mach, mach. Sondern, ne, Erfolg hat 3 Buchstaben. Aus der Opferkonzentration raus. T-U-N. Tun. Tun, machen, handeln. Das ist das Erfolgsergebnis, Erlebnis. Oh. Nein, oh. Erfolgsgeheimnis. So. Das ist ja Secret, sehr geheim. The Secret, ja. Okay, ja. Vielen Dank, Gerrit. Ja, ich danke auch. Für dieses tolle Interview und... ja, wir verabschieden uns, freuen uns aufs nächste Mal dann beim Zuschauen und danke an alle da draußen, wie wir zusammen die Wahrheit erkennen. Ja, danke für euer Sein und viel Spaß. Ciao.